Ja, Leute, willkommen zurück zu Paladins. Wir spielen eine Eevee-Runde und zwar dieses Mal in komplett rosa. Juhu! Ich habe das komplette Set inzwischen vollständig und ich finde, das Ding sieht einfach nur sick aus. Nein, ich bin nicht vom anderen Ufer, aber ich finde, das Ding sieht einfach geil aus. Sub for Barrack. Ja, du kannst ihn supporten und ich supporte euch, indem ich euch alles vom Hals schaffe, was euch irgendwie nervt. Okay. Das passt jetzt gerade. Okay, da oben steht schon jemand. Und halb, Victor. Das war nämlich klar, dass da einer steht. Normalerweise stehen sowas wie Kinessas oder so stehen hier. Aber auch Cassies stehen da ab und an mal. Oder Pips, womit ich jetzt eigentlich gerechnet habe, dass der sich so hier hinstellt. Weil der könnte da oben so Artilleriebeschuss und so ein Scheiß dann durchziehen. Kill Bomb King. Hat er mich nicht gesehen? So, jetzt bin ich gespannt. Ich weiß gar nicht, wo man hier normal hereinkommt. Und wo sind die eigentlich mit dem Payload? Da sind sie. Da ist. Und wir schießen mal drauf. Einfach reinlunzen. Und da. Und ach, ist das nicht schön? Ja, es ist nicht schön. Here I am. So, cool, da komme ich hier hinten raus. Nice job. Nice job. Erwischt. Und weg. Na, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Interessiert sich gar nicht für mich. Okay, das war ein Fehler. Ja, das war ein Fehler. Also man sollte eine Eevee eigentlich nie aus den Augen lassen, wenn man sie mal gesehen hat. So, wo ist denn der Payload? Da, gerade an mir vorbeigefahren. So, ich gehe einmal außen rum, würde ich sagen. Und dann bin ich hier, denke ich, ganz gut aufgestellt. Schade. Knapp dran vorbei. Hatte gehofft, dass er jetzt schon tot ist. Veteran. Halt die Klappe. Nein, ich mag meine Eevee. Eevee ist super. Ist inzwischen, finde ich, ein ziemlich schwierig zu spielender Char, aber wenn ihr ihn spielen könnt, ist er ziemlich lustig. Und hi. Haha. Den haben wir jetzt mal ein bisschen gefokust. 1, 2, 3. War der AFK? Ne, der hat wahrscheinlich was geschrieben gerade. Um die anderen zu flamen. Patsch. Patsch. Ja, das hat's gemacht bei dir jetzt. So, kommt einer hoch oder bleiben die alle unten? Ich glaube, die bleiben alle unten. So, einmal hier runter. Ich nehme an, er wird kommen. Kommt er nicht? Okay. Time's ticking. Erwischt. Wusste ich gar nicht, dass der mich mit Eisblock hochschlagen kann. Wieder was gelernt. Ja, ich spiele sehr selten gegen den Bomb King mit Eevee. Haben die einen vernünftigen Heiler? Nee, die haben den Pip. Das ist auch eine Sache, die habe ich festgestellt. Das wissen ganz viele Leute nicht. Liebe Leute,
Flamet einen Pip nicht, weil er euch nicht heilt. Der Pip ist kein Heiler. Das ist ein Supporter. Support heißt aber nicht unbedingt Heiler. Support heißt einfach nur Unterstützer. Und dementsprechend, sorry, wenn ich zum Beispiel als Pip euch nicht heile. Weil das ist nicht meine Aufgabe. Ich supporte das Team im Angriff. Ab und an kann ich mal gucken, dass ich vielleicht jemanden heile. Wenn irgendeiner der wirklich Heiler euch nicht gesehen hat. Oder ich gerade in der Nähe bin und den Cooldown habe und selbst nicht brauche. Aber so an sich ist der Pip nicht zum Heilen gedacht. So. Hatschuja! Drin und tot. Hast keine Chance. Da hast du keine Chance. Und egal wie, was passiert, jetzt haben wir's. Sehr schön. Das war super. Kann man jetzt eigentlich den Slowdown nochmal ändern? Nee, kann man nicht. Also wir spielen im Übrigen Zero Cooldown. Standard Loadout von mir mit der Eevee. Wobei ich im Moment dabei bin, neues Loadout zu überlegen. Eins, was eher ins Meta passt, weil die meisten warten halt vor dem Eisblock und das ist ziemlich gefährlich für mich. Ne, komm, wir stellen uns oben hin. Wir stellen uns oben hin. Wir stellen uns hier oben hin. 5, 4, 3, 2, 1. Hab dich gesehen. Hallo Bombking. Kann ich mich hier oben draufstellen? Das wäre awesome. Base rapen. Ja, ja, komm, Victor. Bleib mal da unten drin. Und weg hier. Weg. Weg. Kommt mir kein Schwein nach. Das ist das Schöne an der Eevee. Also. Ja, verschießt dein ganzes Magazin und dann kann ich nämlich easy abhauen. Und du kommst hier nicht hoch. So, jetzt ist die Frage. Ah, da ist er. Jetzt bin ich gespannt. Wo flankiert die Sky? Wo flankiert die Sky? Da, ups! Nee, hinter mir soll bitte keiner stehen. Danke. Ach, komm, lass mich doch mal in Ruhe, du blöde Sky. Weg. So ein Scheiß aber auch. Alle ab und wieder hoch hier. So, die haben halt weniger Zeit, weil die haben nur die Zeit, die wir halt auch gebraucht haben. Hab dich. Wobei, das war der, Berg, der dich gekillt hat. Oh, das war der Bombking. Der BK ist manchmal ganz schön asozial. Ein und komm, ein noch. Danke. Ach, ich finde das Deck, das Loadout ist einfach perfekt. Ich liebe dieses Loadout. Shit, ich dachte, das reicht. Und Mordserie. Erwischt. Und einmal da hinten hinlunzen.
Und einmal nachladen. Und ja, ich weiß, das macht man eigentlich mit der I wenig, aber im Moment ist unser Gegner so passiv. Ups, da kommt der BK. Aber das ist mir ja egal. Weil, hallo, ich bin Eevee. Versuch mal mich zu treffen. Hallo, hallo, hallo. Es war... Ups! Da hat sie das direkt in meine Fresse gehauen. Es war cool. Super gemacht, Sky, aber irgendwie bescheuert. Hat er mich jetzt gerade... Der hat mich komplett ignoriert. Sehr schön. Du kannst vom Pferd mal absteigen und... Dann setze ich mich hier oben auf die Kisten. So, und... Da unten rein und dann... Ich weiß nicht, was die machen. Wir machen das jetzt einfach mal so, dass wir mal wieder ein bisschen flankieren gehen. Eins, zwei, drei. Schön, der hat keinen Bock mehr. Der flamet. Hab sich. Ich hab's gewusst. Shit. Shit. War klar. Ja, es ist nicht tragisch. Gegen sowas bin ich halt im Moment am Suchen, ob ich da nicht irgendwie was hinkriege an Loadout. Dass ich halt, was weiß ich, irgendwie sowas wie den heilenden Eisblock oder sowas hinbekomme. Aber... Ja, halt die Klappe. Aber das war ziemlich cool. Sky 25. Ich glaube, das ist aber eher die Cassie. Kann das sein? Oh. Gothic! Wow, die hat 2 gekillt. Hm. Aber ist nicht tragisch. Jawoll! Bester Flankierer, 9 Solo-Kills. So muss das laufen. GG, würde ich mal sagen. Nice. Punktetechnisch waren wir gar nicht mal so verkehrt. Also 46k Damage mit einem Flankierer ist okay. 36k hat die Cassie gemacht. 46 hat genauso gut die Sky gemacht. Der Beric macht sowieso immer viel zu viel Schaden, weil im Grunde muss man ja überlegen, der hat ja noch seine Geschütze. Thanks all, ja. Die hier, naja gut, ein bisschen weniger, aber dafür, der, na klar, der Fernando, ziemlich hart, der Shit. Ying als Heiler, sowieso immer genial. Aber ich würde sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, da würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Paladins. Haut rein, bis dann und ciao, ciao.